Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Drittkanal. Heute werden... Bruder, bitte, hör auf damit, Rohat. Okay, tut mir leid. Heute werden Rohat und ich TikToks nachmachen. Wir gucken erstmal TikToks an und dann suche ich mir eins aus, was du machen musst. Und du suchst dir eins für mich aus, okay? Okay. Wenn du ein schlimmes nimmst, nehme ich ein schlimmes. Ja. Okay. Okay. Okay, fangen wir erst mit den TikToks an, auf die ihr mich generell markiert habt. Jeder sucht sich selbst oder sich selbst. Digga, Real Talk, ich habe heute noch eins gesehen mit von Speed, wo er Deutsch redet. Ich finde, KI ist mittlerweile so weit, es wird, also ohne dieses Normalgelaber, bald wird es gruselig und man kann nichts mehr von der Realität unterscheiden. Das ist jetzt schon voll schwer. Ja, 100%. Also ich meine jetzt nicht das Beispiel, ich meine gerade, weil man, Digga, das hört sich an wie Ronaldo auf Deutsch. Wie ist es jetzt, wenn du einen Deutschen nimmst und seine Stimme mit einem Text wiedergibst, den er nie erzählt hat? Könnte man irgendwann glauben, weißt du? Ja. Guck mal, man könnte jetzt einfach, du hast schon so viel gesagt, man könnte jetzt ein bisschen was von dem, was du gesagt hast, zusammenmixen. Bruder, es gibt KI-Videos von mir, wie ich rappe, das hört sich 1:1 an. Mhm. Digga, zum Beispiel... 10 von 10, Bitch, hat in der Playlist. Das ist nicht Asi, Bitch, das vom Angel. Und ich trag mein Covers durch die Innenstadt. Ich bin enger mit meinem Bruder. Digga, so ein geiles Lied aber auch. Ah, okay. Diese AI ist wirklich gruselig. Ja. Er hat ihn probiert zu machen. Bro, das Spiel, ne? Wie das Spiel jetzt FIFA 23 heißen kann und solche Bugs hat, ist heavy. Respektlos. Ist ehrlich respektlos. Vor allem, dass sie als Beispiel die Maria nehmen. Respektlos auch. Eine Wand, die du nicht editieren kannst, war nie deine Wand, mein Bruder. Editier mal wieder zurück. Das ist ehrlich heftig. Ja, es tut mir leid. Es war wirklich nicht so. Ja, gewollt. Nein, ich meine nicht das. Ich meine das Zitat. Achso. Hast du ein trauriges Zitat, was mit Frauen zu tun hat? Lieber ein Ende mit Schmerzen, statt Schmerzen ohne Ende. Ja. Es gibt manche Mädchen da draußen, die gerne mit den Gefühlen von Jungs spielen. Um sich abzulenken, aber es gibt keinen Jungen, dessen Herz noch nicht gebrochen wurde, der mit Mädchen einfach spielen will. Ein Junge sehnt sich einfach nur nach Liebe von einem Mädchen. Ein Mädchen sehnt sich nicht nach Liebe zu geben, sondern einfach nur Liebe zu bekommen und nach Aufmerksamkeit. Ein Junge möchte geliebt werden, aber er will auch lieben. Weißt du, was ich meine? Aber ein Mädchen, in den meisten Fällen, will einfach nur geliebt werden. Ist egal von wem, Hauptsache, der sieht gerade am besten aus, der ist am erfolgreichsten, den nimmt sie dann. Einfach geliebt werden. Aber Liebe geben muss nicht sein. Verstehst du? Das ist oft so. Weil überleg mal, und das ist jetzt das perfekte Beispiel. Ein Mädchen, sie ist reich, sie hat 1 Million auf dem Konto, ne? Würde sie jetzt einen armen Schlucker nehmen, den sie aber liebt? Nein, weil Mädchen lieben nicht. Mädchen wollen einfach nur geliebt werden. Deswegen nehmen sie einen, der mehr hat als sie. Weil warum sollten sie einen nehmen, der weniger hat? Verstehst du? Aber jetzt guck mal, denk mal, du bist ein Mann, der 1 Million auf dem Konto hat. Und du siehst eine Frau und du fängst an, sie zu lieben. Ist dir dann nicht egal, wie viel sie hat? Doch, ein Mann juckt es nicht. Ein Mann juckt das nicht, verstehst du? Er möchte einfach nur eine Frau, die er liebt und er möchte von ihr geliebt werden. Beides. Und eine Frau will einfach nur einen, der über ihr steht, der ein bisschen was bieten kann und von dem sie geliebt wird. Mehr nicht. Oder hätte auch verstanden. Hätte auch verstanden, ey. Tu equipo es. Yo, warte mal. Warte mal. Nein. Das will ich nachstellen. Nein, Rohat, ohne das. Ohne das, ohne sowas. Nein, sowas mache ich nicht. Warum? Rohat, sowas mache ich. Hey, warte mal, das Video geht nicht. Nein, stopp. Nein, ja, nein, Rohat, ohne sowas. Warum? Nein, ich mache das nicht. Ich bin der, den du hochträgst. Nein. Warum? Ohne sowas. Stopp. What the kick. Ey, Rohat, bitte, Mann. Guck mal, der Erschrecker war sogar noch da, aber du hast mich einfach vorher erschrocken. Es reicht, ehrlich, ich kann heute nicht mehr. Du spielst noch Don't Scream später. Ja, stimmt. Wir sind hier. Welcher Trend war lustiger? Okay. Wie ich komm, klopf nicht rein. 2G, ich hab 20 dabei. Oder Omar Masari. Beide unlustig. Junge, ich kann dir so mal was sagen. Digga, ich fand Ruger war cooler. Ich fand beide unlustig, Digga. Digga, ich fand cool, dass er sich so gekleidet hat wie Chief Keef.
Hat er sich gekleidet extra wie Chief Keef, oder? Ich glaube, der war so, also das, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob bei Chief Keef, ob das so unbewusst war, aber war auf jeden Fall so, als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, der hat safe Chief Keef. Michael Myers kommt die Antworten dran und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die haben das komplett gefickt. Guck, es gibt einen Jungen und der hat gesagt, Michael Myers kommt in Fortnite rein und er hat ernst eine Präsentation darüber gemacht, warum er glaubt, dass das nicht so eine gute Idee ist. Yeah. Er wollte so ehrlich was der Welt beitragen. Yeah. Und Leute haben diese ganzen AI-Stimmen genommen und jeder bekannte Künstler und sowas, den du kennst, hat auf einmal gesagt, Michael Myers kommt in Fortnite und er weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Echt? Checkst du? Und die sind so weit gegangen, Bruder. Irgendwer hat einen Freestyle selbst geschrieben. Nee. Und das war zu viel. Bruder, das war ehrlich. Vogel wurde abgeschossen, sagen wir so. Guck mal hier. Michael Myers kommt ja in Fortnite. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheit kommt er rein? Wird er episch? Wird er legendär? Bruder, Digga. Mike Iron, Bruder, Tyson. Und jetzt guckt, warte, ich hab's geliked zum Glück. Das war ehrlich zu viel. Hä? Hab ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Gar nicht. Warte, wurde das von Tupac gelöscht? Hier. Ja. Ey, Michael Myers, du Bitch. Leute, Michael Myers kommt in Fortnite rein. Biggie ist tot, wie die kann das sein? Wird er episch, oder? Warte, guck mal, worauf er gereimt hat, ja. Icon oder was? Michael Myers, versteh ich gar keinen Spaß. Biggie sagt mal, wo ist Michael Myers? Ey, Michael Myers. Boah, das ist ehrenlos. Das ist zu viel, Digga, real talk. Das erstens. Oder. Was geht? Hey, was geht? Was geht, Junge? Ich gar nicht. Michael Myers. Brody, Lamborghini. Das wird auch auseinandergenommen. Ja, hab ich nicht gefeiert. Weißt du, was, welcher Trend ist, den ich am wenigsten gefeiert habe? Oder welcher Witz? Schnelle Brille-Witz. Ich fand den so schlimm, ne? Wenn Leute irgendwelche Brillen hatten, dann so, oh, schnelle Brille. Hast du doch selber. Hab ich noch nie gesagt. Aber auf der Illegella Cup hast du auch so eine schnelle Brille, oder? Bruder, aber nenn die doch nicht schnelle Brille. Ach so. Weil das, es geht mir aber um die heißt es schnelle Brille. Nein, die heißen nicht schnelle Brille. Doch, Balenciaga hat eine Brille gebracht, die heißt Speedbrille. Ja, aber dann heißen die nicht schnelle Brillen. Nein, 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 nein. Das war ein sicher unlustiger Trend. 200.000 Euro in 6 Monaten. Einfach nur geil. Auszahlung letzte Woche. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? Tempapon und deiner Maske. Erlebt. Bist du am besten? Beide, oder? Also wirklich. Der Moment, wenn du mit deinen Freunden bei McDrive Spicy Chicken Wings bestellst und. Es gibt gar keine Spicy, es gibt nur Spicy Nuggets. Und sie dann isst. Wasser, Wasser, Wasser. Der ist auf Drogen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hab da Erfahrung ein bisschen drin. Ja? Yo! Nein, ich hab so Leute gesehen, die so. Wusstest du schon, was Rüdiger zu Ramos gesagt hat? Ramos der Peach hat Glück, dass ich ihn nicht auf dem Spielfeld aufgegessen habe. Was denkt er, wer er ist? Ich bin jetzt der neue Abwehrchef bei Real. Fässt er noch einmal mein Gesicht an, stecke ich ihn in die Mülltonne. Real hat einen neuen Abwehrchef mit 30 cm. Ja, guck, Bruder, das ist genau das, was ich meine. Rüdiger ist einfach ein Monster. Wisst ihr, wie ich meine? Rüdiger ist einfach ein Monster. Aber glaubst du, Rüdiger wird Ramos smashen? Wie in einem 1 gegen 1? Yeah. Safe 100%. Jetzt? Hm. 100%. Also, die fighten gegeneinander? Ja, ja, Bruder, easy. Beim Fight sowieso. Okay. Aber im Fußball auch. Ja, okay. Ja. Aber guck mal, deswegen sage ich, AI ist so gefährlich. Ja, sage ich auch. Guck mal, das war am Anfang schon. Guck mal, die haben halt übertrieben mit dem Text. Hätten die nicht so krass übertrieben, wie ihr das extra mit meinem Schalke-Tweet gemacht habt, wo ihr extra diese Grenze zwischen, okay, das könnte er wirklich sagen, genommen habt, dann glaubt man das. Mhm. Checkst du? Also, dieser Schalke-Tweet hat dich gefickt, ne? Dieser Schalke-Tweet hat mich auseinandergenommen. Ich schwöre, ich bin aber ich find's nicht mal schlimm, gehatet zu werden von Schalke-Fans. Ja. Ist okay, ich bin generell keiner, den das nervt, gehatet zu werden. Aber bis heute, ich habe so einen Stempel auf mir drauf. Ich glaube, Real Talk, ich könnte kein Schalke Abstiegsspiel vloggen. Also guck mal, soll ich komplett ehrlich sein? Es gab Spiel, Leipzig gegen Schalke, und das war so eines der entscheidenden Spiele. Hm. Weißt du? Hm.
Und normalerweise muss ich so bei wichtigen Spielen, vor allem bei den letzten Spielen, immer bei Leipzig zuschauen gehen. Und da war so auch Chefs und so meinten so, komm lieber nicht. Echt jetzt? Ja. Alter, heftig. Könntest du rein theoretisch jedes Leipzig-Spiel gucken gehen? Ja. Echt jetzt? Würdest du mal mitkommen? Nee. Champions League? Nö. Nee. Würdest du auch nicht mitkommen? Mhm. Auch wenn es Finale wäre? Dann ja. Gegen wen würdest du mitkommen? Gegen wen würdest du mitgucken kommen? Real. Hä? Haben wir auch mal gegen Gruppenphase gespielt. Ja, aber so finalemäßig. Aber so, Fußball reizt mich nicht so krass. Ich gucke ja NBA gerne. Ja, aber wenn es ein krasses Spiel ist, glaub mir, Champions League ist das Geilste zum Gucken. Ja, das kann gut sein, aber ich bin nicht so der Fußballfan, muss ich sagen. Ja, aber guck mal, wenn man eh irgendwo ist oder wenn man daneben noch was, wenn man da rum was baut, zum Beispiel, ich kann jetzt nach London zum Man City Leipzig Spiel. Ja, das ist gut. Dann kann man drumherum was bauen. Mhm. Willst du machen? Nee. Aber wenn es ein geiles Spiel ist, Madrid? Nee, Madrid würde ich gar nicht wollen. Madrid wäre kacke, da kann man keine Videos machen. Warum? London ist viel cooler für Videos. Ja. Ja. In London ist, by the way, der teuerste Döner der Welt. Wusstest gegen du Gala. Was? Gegen Gala. Würde ich gucken. Leipzig gegen Gala? In Türkei? Ja. Das wäre ehrlich geil, Istanbul. War halt, ja, easy. Win. Ohne, aber ohne Schalke, ohne Leipzig-Trikot auf jeden Fall. Ja, hä? Ich ziehe eins an. Ja, gehst du hin? Siehst du eins an? In Gala-Stadion? Ja. Nee. Ich ziehe Gala-Trikot sogar an, extra. Aber wusstest du, Tabak war, also I am Tabak, der, kennst du ihn? Ja. Er war beim Gala-Spiel und gegen Bayern und er musste das Gala-Trikot anziehen, weil einfach zur Sicherheit. Einfach damit er nicht, oder wenn du mit einem Bayern-Trikot nur unter Gala-Fans bist, ist gefährlich. Warum? Bro, Bruder, jeder weiß das. Du kannst, zum Beispiel wusstest du, dass in echt jetzt? Türkei, das ist so in Istanbul, krass, bei einem Derby, Fan Ergala, ist immer nur eine Mannschaft im Stadion. Warum? Es ist immer nur die Heimmannschaft im Stadion. Entweder nur Gala-Fans oder nur Fan-Fans. Die sind nicht zusammen im Stadion. Weil das zu gefährlich ist. Und jetzt kommt's. Tabak wurde gehatet. Dafür, dass er das Trikot anhat. Ja, er soll einfach gar kein Trikot anziehen. Ja, er hat halt eine Story gemacht, so Real Talk darüber gemacht. Also ja, war zu gefährlich für Bayern-Trikot. Er hat das so. Aber ich hätte auch kein Gala-Trikot dann angezogen. Schwere, juckt doch nicht. Der darf ja kein Gala-Trikot anziehen, nur weil er Bayern-Fan ist. Das macht doch, ist doch sogar süß, Digga. Weißt du, was ich meine? Kann ja trotzdem seine Mannschaft supporten. Ja, ich check schon. War richtig unnötig von manchen Bayern-Fans, ja? Real Talk. Guck hier, manche Bayern-Fans wurden auch verletzt. Das ist krass. Peach, soll's. Nehmt eure eigene Zahnbürste mit beim Feiern. Ja, der wird zu ernst genommen, Digga, ja. Hast du überhaupt eine Zahnbürste mit dir zum Beispiel? Nee. Ja, nice. Er kommt nach Paderborn, Digga, zum Pennen. Ein, zwei Tage, Digga, nimmt nicht mal Zahnbürste mit. Fangen wir mal von vorne. Hä? From this 2009 to this. Ja, aber das ist so, läuft doch heutzutage keiner rum. Oder? Doch. Laufen Leute mit Icon-T-Shirts rum. Ja, safe, Bruder. Das ist Frankfurt, glaube ich, gang und gäbe. Ich sag Real Talk, wenn du jetzt durch Frankfurt gehst, also jetzt um diese Uhrzeit, du wirst noch einen sehen. Mit Icon-T-Shirt. Um 0.30 Uhr, sage ich noch. Bevor wir reingehen, ich muss noch kurz die TikToks zeigen, die ich selber geliked habe die Tage. Es ist November und der Dönermann hat auf einmal nicht mehr die Joghurtsoße. Digga. Digga, Junge. When I was younger, people used to say like, oh, like personality is the most important thing. I would think like, fuck you guys, you fucking vegans. But now I get it. It's just like there's looks everywhere in the world. But what do you actually like? What do you do? Oder solche Videos liebe ich, ne? Voll cool. Sei ehrlich, cool? Ja. Yeah. Kannst du auch machen? Ich habe die Masken und Sachen nicht. Ich habe nur die Männermaske. Achso, ich dachte. Aber wenn man eine Freundin hätte? Hä, du hast. Ja, egal. Bruder. Dann gehen wir jetzt in die TikToks, die wir beide nachmachen müssen, okay? Okay, warte mal, ich habe was richtig Gutes für dich. Ich weiß schon, was du machen musst. Du musst einen TikTok machen, wo du das hier sagst. Aber wir laden das nicht hoch, ne? Doch! Auf TikTok? Ja.
Nein. Doch, du musst. Michael Myers kommt ja in Fortnite ran und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheitsreihe kommt er rein? Wird er episch? Wird er legendär? Und, also es wäre cool, wenn Halloween oder Filmreihe reinkommen würde. Würdest du jetzt schon machen direkt? Ja, ich mach Kamera. Michael Myers kommt ja in Fortnite rein und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheitsreihe kommt er? Wird er episch? Wird er legendär? Also es wäre cool, wenn Halloween oder Filmreihe reinkommen würde. Aber das ist jetzt egal. Denn wenn der so Ikone-Reihe reinkommt, bekommen Leute Herzinfarkt. Weil sie denken, der ist real. Und dann denkst du so... Was steht da? Lies weiter. Achso, Travis Scott, Marshmallow, Michael Myers. Perfekt. Nein. Zeig mal das einmal her. Digga, was war das? Michael Myers kommt ja in Fortnite rein und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheitsreihe kommt er? Wird er episch? Wird er legendär? Also es wäre cool, wenn Halloween oder Filmreihe reinkommen würde. Aber das ist jetzt egal. Denn wenn der so Ikone-Reihe reinkommt, bekommen Leute Herzinfarkt. Weil sie denken, der ist real. Und dann denkst du so... Was steht da? Achso, Travis Scott, Marshmallow, Michael Myers. Bruder, was perfekt. Ist das? Das Michael ist perfekt. Myers kommt in was? Rein. Hochladen. Nicht, das so nein, nein, nein. Doch. Wie hochladen? Nein, nichts hochladen. Einfach Hashtag Michael Myers. Perfekt, Hashtag. Okay, ich lade hoch. Was? Ah, ich weiß, was wir machen können. Was? Also das nein, braucht du, nicht. Du. Das müssen wir machen, aber du musst nicht so viel machen. Du musst machen. Du musst nicht so viel machen. Hör mir doch zu. Hm. Das, was wir gerade gemacht haben. Dieses, womit Licht ausgeht und so. Ja? Ja. Lass zusammen machen. Du musst nicht so viel machen und ich mach dann was Unangenehmes. Okay. Okay? Okay. Jetzt? Okay. Aber wir müssen das auf Toilette machen. Ich verbinde einfach mein Handy. Falsch gemacht. Guck da. Mein Handy ist verbunden, wir gehen kurz aufs Klo. Okay. Warte, lass Messi. Guckt euch dieses TikTok an, Digga. Das ist respektloser. Okay, wir haben TikTok gemacht, Chat. Sag ehrliche Meinung. Okay. Sag ehrlich, W oder L, Chat. W oder L. Das war W, oder? Gutes TikTok. Ernst, gutes TikTok. Oder der erste war crazy. Ja. Geiles TikTok. Also der erste ist schon geisteskrank. Dieser Blick von dir. Beim ersten? Nee, das hast du auch gut gemacht, dass du nicht gewackelt hast mit der Cam.